Servus Leute von heute und morgen. Hier ist White Raven und White Main. Wir machen bei Jagged Alliance 3 weiter. Kollege Voice sagt noch, was wir da vorhaben. Ja, wie man schon sieht auf der Map, wir haben jetzt Fleet Town fast erobert. Juhu, uns fehlt noch ein Sektor. Die anderen Sektoren gehören nicht offiziell zu Fleet Town, da werden wir aber auch noch hingehen, eventuell, wenn wir dazu kommen. Aber erstmal steht da ein Sektor H9. Das ist sozusagen der Hauptsektor von Fleet Town. Und dann werden wir uns jetzt halt mal vornehmen und versuchen, den zu befreien. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir jetzt sogar zwei Schalldämpfer gebaut. Einen für Bunz, einen für Igor. Dass wir lautlos pullen können. Und ja. Da ist auf der Waffe drauf, ja. Ja, unten rechts zu sehen, ne? Ja, genau. Dein Zielfernrohr, nein. Die Linse. Die Linse ist das Zielfernrohr, das mit diesem komischen roten Ding. Und das Weiße ist dann die. Das Weiße ist ein selbstgebauter Schalldämpfer. Es gibt noch auch normale Schalldämpfer für die besseren Waffen, sag ich mal. Aber die A kosten Eisenrohre, von denen wir noch kein einziges gefunden haben. Und B funktionieren die, wie gesagt, nur bei den moderneren Waffen. Das hier ist ja ein altes Mauser. Gewehr, das auch irgendwo im Zweiten Weltkrieg, soweit ich weiß, benutzt wurde. Im Moment sind wir noch relativ antiquiert ausgestattet. Okay. Aber, naja. Wir schauen mal. Jetzt geht's erstmal ab nach H9. Ich habe schon gedrückt und dann gehen wir kämpfen. Gehen wir mal gleich mal Sacheles. So ein alter Pickup. Granada, Fort Granada. Sieht so ähnlich halt aus. Ich starte. Ich kann noch nicht, jetzt kann ich auch. Nicht identifizierter Fehler, was ganz Neues. Ne, das hatte ich auch schon ein paar Mal, das ist egal. Ja, jetzt müssen wir unsere. Was drückst du da? Knalltüten platzieren. Warte mal. Feinde-Position. Ja, das ist einfach nur so eine Zusammenfassung der Map, was es wo gibt. Wir haben aber nur einen Entry Point, von daher, da ist hier unten. Okay. Wo mache ich denn den aus? Also den kannst du es lassen, der geht von alleine weg, sobald wir unsere Knalltüten da platziert haben. Auf eins. Ja, erstmal, ja. Ich habe jetzt die Einsatz genommen. Also und dann Einsatz. Hostile in Sight. Yep. Ich tue einmal synchronisieren. Mal das gucken. Gibt's auch noch. Mach's gut, Kleine. Morgen komme ich wieder. Ich sag da mal, das ist mein Papa. Okay. Dann mache ich das wieder mit der Brille. Okay. Mach's gut, Leute. Da hat sich Lucky versteckt. Hat er. What next? Becoming undetectable. Looking for stealth kill position. Wait! Isn't that an enemy over there? I will try to remain hidden. Yes? Quiet. I will try to remain hidden. Quietly? Like this? Mal hoch. Quiet and efficient. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Mm.
Looking for stealth kill position. Wir können von da oben keinen einzigen sehen. Mehrere. Hier, ja, hier. Quiet and efficient. Looking for stealth kill position. Die sehe ich aber nicht dann. Nein. Die kommen sowieso hier rüber, dann. Von links will das runter kein Problem sein. So, sind wir soweit. Die sind alle dunkel, aber die rennen alle bei dir auf dem Platz rum, gell? Ich pull jetzt. Quiet and efficient. Zu spät. Ja, ich hab meine Position trotzdem. We're under attack! Ja. Nö. Ist durch den Stich raus. Ja, du siehst nur den Mauro da hin. Aber den da hinten sehe ich, hä? Ja. Okay. Becoming undetectable. Der? Sehe ich immer noch nicht. Den auch nicht. Okay, die kommen aber gleich gut. Du siehst gar nichts da unten. Easy shot an an unsuspecting target. Zielen nicht vergessen. Ich hab das auf mich nicht mehr machen. Wenn du dich bewegt hast schon. Ich? Mit Void Main. Kenn ich, ja. So, du kennst mich. I was never good at hide and seek. Ich. Ela, lässt du meine Glatze in Ruhe? Du hast deine Glatze. Hab ich ja, danke. So. Ela! Geh doch mal drüber. Zum Mundi. Danke, mach das bitte nicht. So. Wo waren wir stehen geblieben? Cold. Cold. Ist hier hinten. Das heißt, der liegt da, kommt da, da, da. Ist schon was gemacht. Schieße ich dich ab, wenn ich das so mache? Ich will an deiner Stelle erstmal in Deckung rein. Stehe ich
stehe ich nämlich ohne Deckung da. Zählt es nicht aus Deckung, wenn ich da an der Spitze stehe? Nein. Infinity. Bereit. Bereit. I thought foreigners were stupid and could not shoot worth a damn. What is happening? That was pure luck. That's so cool. Find a good position! Was habt ihr vor? Was ist los? Im Moment haben die Feinde, die wir noch nicht entdeckt haben, haben sich bewegt gerade. Okay. So, jetzt sind wir dran. Müssen wir eine Granate schmeißen? Könnte ich, die zwei vorne könnte ich damit wegputzen. Kriegst du den dritten auch noch hin, vielleicht? Ja, nee, nee, nicht wirklich. Doch, hier, doch. Ich versuch's mal. Ein bisschen hast du getroffen, Alter. Du hast ein freies Feld gemacht. Sehr gut. Von hinten kommt ein Scharfschütze, Alter. Nee, das ist ein Marodeur, aber ja, es kommt auch ein Scharfschütze von dahinter. Ich sehe ihn. Ja, da ist er. Okay. Es kommt ein Schrotflintenschütze, ein. Igor. Triffst du ihn? Lass mich mal kurz mit Igor schießen. Er hat ihn getroffen, schießt wieder Schrotflinte zurück, aber auf zu weiter Entfernung, der ist leider nur schwer verletzt. Aber Igor? Livewire wird hier Deckung geben. Mein Wi-Fi doch von meinem Fritze mal hierher. Der wird auch Deckung geben. Got it. I'll shoot at anyone I see. So, I mean, bad guys, mal of course. Rüber. Die ist schon. Just the bad guys. Was sie so warte mal, tun wir mal gucken. So. Die hat jetzt mehr Aussichten. Der Grenadier. Sieht der ist fast tot, der wird dann erledigt, wenn du ihn triffst. Sieht sie denn? Nee, ne? Doch, dann sieht sie. Okay. Der leuchtet auf jeden Fall schon rot. Good ambush position. Diesmal bin ich stehen geblieben. Er schießt auf Oberkörper. Da ist sau weit weg. Und da ist so gut wie tot. Ein Oberkörperschuss sollte ihn.
Genau. Ich habe noch weniger übrig, ich könnte noch eine Festnageln machen. Du hast noch Kult, ha? Ich könnte mich nochmal verbarrikadieren. Also in dem Moment, wo wir sind, würde ich fast schon vorschlagen, dass du irgendeinen Feuerschutz nach vorne mit Barry machst. Barry hat eine sehr kurze Reichweite mit seiner Schrotflinte und das, da kommen noch ein paar. Oder du schießt mit Livewire auf die anderen beiden. Aber da sind. Ja, wobei. Suchst du aus. Also ich habe jetzt die Boons noch an und da kann ich mehr festnageln und. Ach so, Festnagel, ja, du könntest da einen festnageln, das heißt am Anfang unserer nächsten Runde wird dir dann einen kostenlosen Schuss halt quasi abliefern, weil du ihn in dieser Runde schon bezahlst, falls sie noch Sichtkontakt hat. Aber jetzt hast du schon Deckung gemacht. Ja, hab ich. Oder was wolltest du doch, ne? Ja, also, ja, macht keinen großen Unterschied. So, hier habe ich jetzt Cold. Cold hat der Scharfschütze da hinten, Cold. Der steht jetzt halt nicht mehr in der Deckung, da müsste ich jetzt hier rüberziehen. Eins. Ich ziehe den mal rüber. Dass er ein bisschen Schutz hat. Jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal an. Und dann kommt von da hinten jemand. Könnte auch jetzt jemand sogar hier durchlaufen. Das Ding ist ja offen jetzt. 1, 2 hast du drüben. Wenn ich hier habe, ist ihm Sicht fehlend. Ich würde eher irgendwo nach oben sitzen. Ja. Lieber so sitzen halt. Ja, damit so er so mitsteckt. Ja, der wird sich bewegen, definitiv. Die Frage ist, ob du ihn von dort hinten triffst, aber das werden wir dann sehen. So, bereit. Erledigt. Bereit. Livefeuer hat vorbeigesammelt. Void leider auch, oder Cold, hat er gesagt. Oh, jetzt hat er getroffen. Igor muss sich von dort jetzt verpissen gleich. Ja, der muss aber wirklich da weg. Was für Barry? Der Scharfschütze hat mich gepinnt. 26er. Zurückgeschossen. Ja, der muss da weg. Ready. So, Igor so, ist jetzt Plan leider ist nicht am Schießen die Runde, der wird sich jetzt einfach nur verpieseln. Der muss unbedingt dann da muss er noch abtauchen. Noch mehr. So. Geht. Er ist immer noch gepinnt. Wie soll das gehen? Das sieht er doch gar nicht mehr. Na egal, der wird dann eh nicht treffen. So, Barry, kannst du da eine Granate hinfetzen? Ja, kannst du. Aber kannst du sie auch dorthin fetzen? Nee, triffst den Zivilisten. Dann fetzt die da hin. Quiet and efficient. Good job. Oh, it hurts! Ja, ich kann nicht viel tun im Moment, außer Feuerschutz zu platzieren. Kriegst du einen Scharfschütz ins Auge? Ich seh's halt. Ich hab jetzt den Schrotflintenschützen entfernt mit der Granate. Der Grenadier von denen ist fast tot. Und Livewire hat Feuerschutz platziert. Igor hat sich einfach nur zurückgezogen. Igor zurück. Ob ich den Scharfschütze von da hinten krieg, das meine ich. Von deiner. Ich finde nicht, dass da im Moment die größte Gefahr ist, wenn ich ehrlich bin. Ich würde eher den Marodeur, der da steht, mit seiner AK erledigen, dann siehst du auf jeden Fall. Der Scharfschütze wird jetzt auf Igor schießen und da der Mauer zwischen ihm und Igor steht, wird er höchstwahrscheinlich die Mauer treffen. Wenn er keine Zauberkugel hat, natürlich mal wieder. This will be trivial. Da steht in Deckung, du hast auf Deckung geschossen. Mal gucken, was die Symbole anzeigen, bevor du drückst. Okay. Yes?
like this? Und bereit. Oh je, Jungs, du schießt dir Rot blinkt und so. Yeah, this one to the ground. Da pinnt Colt. Und da hat ein Zivilisten abgeknallt. Gemein. Place to be right now. Das musste mal gesagt werden hier, ne? So, du hast deine Züge gemacht? Nein. Ach, die sind immer noch dran. Nein, wir sind dran. Ich habe jetzt den Flintenschützen hier unterdrückt, damit er nicht so weit rennen kann. Okay. Igor geht mal wieder aus seiner Deckung hervor und versucht ihm einen Kopfschuss zu verpassen. Ich komme gleich rüber zum Igor, wenn der mal fällt, der Eierkopter. Dann heile ich schon mal. Igor schießt natürlich vorbei. Same thing keeps happening to me. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Kohl ist angepinnt. So, da so viel zu dem Scharfschützen. Hätte ich lieber auf den Scharfschützen gekillt. Missgeschick, gucken, wo er hinwirft. Leider vorbei. Jawohl, super. Aber. Scharfschütze hat mich angepinnt. What do you want? Sitzen aus mit dem Scharfschützen hier. Wo ist denn der? Ich sehe den überhaupt nicht. Der ist grau. Okay, ich verstehe. Dann tun wir mal den mal hier wegklatschen. Steady does it. Ich hab bei Schuss eigentlich, müsste ich schon treffen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Okay, das ist schlecht. Das heißt, der kommt jetzt. Festnageln. Bringt kannst du machen, aber das, doch, das bringt schon was in der nächsten Runde. Aber da musst du jemanden nehmen, der weiter weg ist. Das ist sie doch. Ja, von den Gegnern, weil der Schrotflintenschütze mit dem Messer, der Bandit da, der wird jetzt zu uns gerannt kommen. Was ist mit dem Scharfschütze? Obwohl ja, den kannst du. Der kannst, du kannst glaube ich nur festnageln, was sichtbar ist. Ich sehe den nämlich nicht so, wie es aussieht hier, weil er grau ist. Nee, dann siehst du ihn nicht. Du könntest den Marodeur festnageln. Den vorderen? Jo. Muss ich drauf gedrückt halten, oder? Einfach das anklicken. Ihn anklicken? Nee, das anklicken. Easy. Und dann kannst du unten die Gegner durchschalten, die du verfügbar hast. Das den da zum Beispiel. Soll ich den auch verkleinern? Kannst du nicht mehr. Du hast nur noch 4 AP. Und wie Oberkörper sollte aber trotzdem. Einfach auf Oberkörper drücken oder wo auch immer du hinziehen willst. Okay, das ist das anvisiert dann oder was, ja? Ja. So, dann habe ich noch. Michael hier. Ja, das sollte mal Feuerschutz geben gegen den Banditen vielleicht, aber.
Ich würde gerne. Der Kult kann sich nicht bewegen jetzt, ne? Doch, doch, doch. Bewegen kann er. Das ist kein Feuerschutz. Das ist einfach nur, dass er in der nächsten Runde beschossen wird. Da muss sich jetzt sogar bewegen, weil er sonst in der nächsten Runde vom Scharfschützen in die Ohme geballert kriegt. Okay, das heißt, warte mal, bevor ich wieder was Falsches mache. Wie sieht denn das von hier aus eigentlich? Grenadier haben die nicht mehr, ne? Nee, die haben jetzt einen Scharfschützen, einen Schrotflintenschützen und drei Marodeure. So, der Scharfschütze hat dich. Entscheid du, also ich. Das, im Prinzip geupst wie gesprungen, ne? Sind leider alle sehr stark noch. Wenn du auch, wenn du schießt, dann schießt ein Bandit in die Beine. Weil das ist der gefährlichste im Moment. Der hier, ja. Weil der wird gleich kommen und. Halt. Ready to shoot. Oberschenkel. Ziel so viel wie ne Beine. Oder Unterleib, aber unterdrückt ist er schon. Beine würde ihn noch langsamer machen. Aber Ziel nicht vergessen. Mal gucken, ob er durchschießt. Sehr gut. Jetzt ist er unterdrückt und verlangsamt. Da wird jetzt Schwierigkeiten haben, eine Strecke zu laufen. Wahrscheinlich kann er so gut wie gar nicht laufen. Das ist jetzt auch verdammt wichtig. Weil sonst würde er mit der Schrotflinte alle drei treffen, die da stehen. Was macht Igor noch? Igor macht gar nichts mehr, leider. Der Igor hat vorbeigesammelt. Michael hier. Noch da. Genau. Igor kann sich höchstens auf den Boden schmeißen, das kann er machen. Und. Action. Und Colt, hast du einen Ready. Punkt? Null. Wir haben alle 0 Punkte, bereit. Bereit. Oh, sauber. Hat's trifft, aber jetzt mal gut, gerade. Scharfschütze pinnt oder schießt? Pinnt den Arzt an. Okay, der schießt auf den Arzt. Die schießen alle auf den Arzt. Okay. Autsch. Ja, da steht im Moment ohne Deckung gegen die, der muss da weg. Ja, da hat nach oben keine Deckung, so. Das war der Pinschuss, da hast du dann erledigt, da hat sich nicht in Deckung gebracht. So, Scharfschütze erst wieder. Kann, ja. Ich versuche mal den da vorne jetzt mal endgültig mal platt zu machen. Ja, in den Kopf am besten, wenn du triffst. Monica Sundergaard hier. Ja, du bist dran. So, du musst nachladen. Auf den Kreispfeil neben deiner Waffe. Das war was sehr gut. Anklicken. Pay close attention to my form. Jetzt musst du natürlich zielen, weil du eine Aktion vorher gemacht hast. Da wird's wohl Oberkörperschuss werden. Soll ich vielleicht doch lieber mit Igor riskieren, weil der schießt zurück, die Sau, und dann trifft er uns alle drei da vorne. Wenn wir Pech haben. Ein Kopfschuss geht nicht. Ja doch, wenn du triffst schon. Wenn ich ihm den Arm abschieß. Ich schieß jetzt meinen Kopfschuss. Aber es hat überlebt, die 72 Schaden. Kann doch dieser. Warte mal, ich versuche ihn mal mit Livewire zu erledigen, auch wenn ich es wahrscheinlich bereuen werde. Noch, ne? Gut, Livewire, du hast mal was getroffen, ich glaub's nicht. So, jetzt nehme ich den Arzt mal an.
MD present. MD ist anvisiert. Oh. Der hier, eigentlich ist er schon geschützt gewesen, aber. Nee, von oben nicht. Nicht genug. I see you are capable of learning. Braucht niemand überhaupt, außer er sich selbst, Igor. So, was haben wir denn? Igor hat schon geschossen. Wir haben noch einen Scharfschützen, der hat den Arzt angepinnt. Wenn ich darüber gehe, bin ich raus aus dem Pin, oder ist es noch die gleiche Linie? Solange er dich sieht, bleibst du gepinnt, du musst aus seinem Sichtfeld quasi raus, wie auch immer. Warte. Gucken wir uns mal die Rückseite hier an. Going there? Oh, you mean right now? Ja. Ah, so sieht das aus dann. Okay, ich verstehe. Jetzt nicht mehr. So. Yes? So. Wie viele Leute sind es denn noch? Drei. Hast du noch jemand zum Pin? Also Flächen? Nein, nur Colt ist noch dran. Der kann entweder schießen oder das machen. Oder Feuerschutz. Wie viele Leute sind noch? Die zwei. Der Scharfschütze kommt nicht raus, denke ich nicht. Ich steck mal die linke Seite ab. Du bist ja auf der anderen. Hey! In my sight. Die kleine von dir macht gar nichts mehr. Zwei Punkte. Igor hat einen. Nee, ich habe keine Punkte mehr. Das war's bereit. Igor hinlegen? Nicht? Nein. Nee, das soll jetzt mal sitzen bleiben. Bereit. Scharfschütze verpieselt sich. Und er? Von oben kommt ein Grenadier, ein neuer. Und hier kommt Marodeur, kriegt noch einen nochmal und auf Wiedersehen. Okay, also noch ein Scharfschütze und ein Marodeur. Quatsch, ein Scharfschütze und ein Grenadier, so rum. Die zwei meinst du? Wo ist der andere Scharfschütze hin? Das ist er. Die stehen dahinter, die sehen wir jetzt nicht. Ich gehe mal ein Stück weit vor. Cold. Was habe ich noch gemacht? Oh, das war er. Darf ich auch mal okay. Was? Ja, das bist du. Going right now. Ready to do stuff. Zieh den Arzt mit vor, falls einer auf die Ome kriegt, dass der Arzt in der Nähe ist. Jetzt ist der Scharfschütze wieder weit hin.
Sure. So, was Bunz jetzt von da oben machen will, weiß ich allerdings nicht. It will do. I will watch over this area. Okay, fertig. Number eight. Kult pinnt. Ist angepinnt worden. Kulter. Wir schreiten da, zeigt mal was. Wir sind schon wieder dran. Oh. Go, go, Igor. Igor ist vorne. Und da bin Deckung. Monica Sundergaard hier. Okay. Warum macht sie es nicht? Ach, weil du was gemacht hast. Jetzt kann ich es wieder sehen. Quickflieger. Cover me. MD present. Acknowledged. Alles nix. Halbe Deckung, halbe Deckung. I don't have a good shot. Weit auch soll bei einer Reichweite. Oberkörper auch. Ja, ja, die Waffe, guck mal unten unterhalb von den 6 von 6 AP. Das gelbe Ding ist sozusagen die Maximum optimal Reichweite deiner Waffe.
Alles dahinter ist Glückstreffer. Allerdings, wenn ich mir das so sagen erlaube, da ich vermute, er hat das gleiche Gewehr wie Buns. Das ist auch kein so exklusives Gewehr, wie gesagt, du altes Teil. Macht viel Schaden, wenn es trifft, kein Thema, aber ich vermute, du bist auch außerhalb seiner Reichweite. Wo ist eine andere Eier? Guck. Da hin. Boah, ich hol mir gerade ein Eis. Eine Sekunde. Do stuff. Sure. Look, 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 look. Gluck, hat man es gehört, ja? Wie hört man das auch bei mir, wenn ich das mache? Ja. Also der Stadt mal jetzt war ja mal grausam gegenüber die anderen Stadt. Ich bin bereit. Ich habe schon bereit gedrückt. Der Scharfschütze. Au. MD present. Da hatte ich ihn in den Arm getroffen. Es ist noch ein Marodeur dazu gekommen, fürchte ich. Aber der Scharfschütze muss zuerst sterben. Und Igor ist in einer guten Position, um genau das zu bewerkstelligen. Vielleicht kriegt das ja hin. Monica Sundergaard hier. Das ist der nächste Schmott, was du einen Zug gemacht hast. Leider schießt Igor vorbei. Igor hat nicht super gearbeitet. Da hat sein Wort connected. Ja, da hat irgendwas fehlt ihm da noch. Was ist denn los? Was ist das jetzt? Oh, I am wounded! Soll ich mit der Tante da machen? Darum oder darum? Oh, darum wird sie aber von allen drei gesehen. Das war dasselbe Spiel, das machen wir nicht. Allerdings, wenn sie sich auf den Boden legt, nicht. Alles klar. Das alles? Jo. Cover me. Der Scharfschütze sehe ich nicht. Ich hätte noch sieben. Deckung, ne? Schießen kann ich aber auch nicht mehr. Das war's dann. Wie sieht's aus? Krawall? Eine helle Zone, ne. Geh mal trotzdem nochmal ein bisschen vor. Hier hin. Ready to, do stuff. Oh, cool, dann gucken, wie es umgeht.
Going right now. In my sight. Der hat seit dem Anfang keine, kein Feuer mehr abgekriegt, allerdings bin ich etwas vorsichtiger geworden und lasse ihn halt in Deckung gehen. Solange da jetzt liegt, sehen die ihn nicht, die wissen natürlich, dass er da ist und könnten eventuell auch versuchen, die Deckung zu durchschießen. Das ist jetzt nicht gerade die stabilste Deckung, die die Welt je gesehen hat, dieses Wellblech-Ding. Das kann man auch wegschießen. Aber die Autoreifen von vorne, die werden ihn auf jeden Fall gut beschützen. Okay, ich bin Ende. Ich muss noch Cold. Dann bereit. Ja, kann sein, dass der Scharfschütze jetzt drauf ballert. Ich hoffe jetzt nicht. Okay, da eine Marodeur. Oh, der Grenadier kommt vorgerannt. Was macht der Sniper? Okay, der schießt jetzt auf Igor durch die Deckung durch. Deshalb, der schießt, der pinnt den. Arzt an, MD, und der schießt auf irgendwas, keine Ahnung, was er geschossen hat. So, Igor ist jetzt natürlich hier in einer semi-optimalen Lage, aber ich habe Livewire jetzt hier vorne. Und Barry, kannst du irgendwas tun mit deiner Schrotflinte, von wo du bist? Wahrscheinlich nicht. Ich kann den Scharfschützen erledigen mit einer Granate. Understood. Willst du? Ja. Oh, da hat's überlebt, ich glaub's nicht. Vorher kannst du den Wichser hier. Oh Gott, das ist ja nur ein Kopf, wo ich sehe. This is absurd. Nee. Das ist in etwa so geendet, wie ich vermutet habe. Auch nix. Den sehe ich auch nicht. Igor kann nicht schießen, der kann nur pinnen. Ich glaube, das ist gerade etwas ungünstig gelaufen. Igor ist dort, aber warte mal kurz. Du musst aber verdammt gut schießen, Baby. I will watch over this area. So, gut, Cold. Jetzt aus Cold, kommst du an den Scharfschützen ran von hier irgendwo? Kein Ergebnis. An dem auch nicht, ne? Von hier ja. Wie ist denn das? Die Live-Fire, ne? Ja.
Hinter dem habe ich keinen Schutz. Fuck, bin ich weit weg von dem ganzen Geschehen. Ist das nervig, ja. Ich muss aber hier rüber. Acknowledged. Jetzt ist das Ding weg. HP 4. 2. Normale, ja, ne? Und verbindet sich. Oh, nee, warte mal, da ist noch einer. MD present. MD. Ist deine Steuerstellung nicht schlecht? Kann das höchstens da, aber da nicht die Igor. Achso, ich bin angepinnt. Ja, vom Scharfschützen. Darüber gereicht es mir. Da sind die Tonnen und alles. Sure. Gut, habe ich aus dem Sichtfeld. Ja. Kann ich Ego heilen von hier aus? Ego hat auch nur noch 2. Warum schütz hier irgendwo? Ja, ja. Wie weit 1, ne? Muss ich in Heilung? Das wäre im Moment eine schlechte Idee, dann stehst du voll in der Feuerlinie vom Aura Dörr. Im Moment müssen wir es riskieren. Sollte Igor zu Boden gehen, kannst du immer noch vorrennen. Ich habe auch noch Live-Feuer dort, die kann auch noch zur Not ein bisschen medizinische Hilfe leisten. Okay, fertig. Außer die Leverie, die hat 3. Right. So, der Sniper schießt auf Barry, pinnt ihn, okay, harmlos. Der geht wieder voll Auto, ohne Ende. MD present. Nix MD. So, Igor, du brauchst langsam mal irgendwo Deckung, aber ist mir jetzt egal, ob das wirtschaftlich ist, der Scharfschütze geht jetzt, tschüss. My thoughts exactly. Igor, kannst du irgendwo dich verpieseln? Okay. Pay close attention to my form. Alles klar. Jetzt, ja. Ja. Sicher Schusstreffer. Michael hier. Good chance of me not missing. Ach man, du bist ein Dödel. Echt cold. What? Hm.
Acknowledged. Aiming. Hostile. Okay, das eliminated. Okay, noch ein Marodeur. Wir haben ziemlich viele Verletzungen erlitten, aber was soll's. Bereit. MD present. Könnt ihr jetzt heilen gehen? Oder? Wo ist der Igor hin? Ist neben der Live-Wire und wird von selbiger gerade verbunden. Da hat voll den Zivilisten umgenietet oder so. Rennen. Ab zum Dock, zur Kirche. So, du kleiner Ratter da vorne. Gib's erstmal auf die Oma. My thoughts exactly. Yeah. Same thing keeps happening to me. Ach, die ist noch nicht fertig, die Live-Wire. Okay. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Let's pretend this did not happen. It's obviously a fluke. What? Ready to shoot. Ha, der Bude getroffen. Der Schuss hat irgendwie so abgenommen. Okay, der letzte. MD present. MD. Was ist denn das? Right. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Ah, Bouton! Das ist fast tot, Alter. Kleine Nille. Okay. Ende jetzt. Ready to do stuff. Okay. So, das war etwas verlustreicher als wir vorhatten, aber wir haben es geschafft. Sprecher. Bisschen Schutzkleidung, Frau Schneier. We got this. First, second hand, please. Hand may still be attached. My joke has been personally inspected by her ladyship, the Baroness. No refunds. You buy, you shoot, bye-bye. Brauchst du jemanden Dietrich? Ja, die Live-Feuer. Ja, guck mal, hier ist ein Raum, aber keine Ahnung was. Die kann das auch ganz gut. Wo bist du gerade? Da hinten links. Ah, hier bist du hingerannt. Ist da was verschlossen oder was? Ja, da ist eine Tür verschlossen, hinten ist ein Schrank, aber ich weiß halt nicht. Mal gucken, was wir da drin alles finden. Hoffentlich. Sure. Kannst du durch die Fenster? Da ist auf jeden Fall was. Hier, die hier? Ah ja. So, Life Wire knackt jetzt erstmal das Schloss. Ah, gut. Aber egal, da ist der Schrank, oder? Ich habe da jetzt nichts drin gesehen. Also nicht, dass man den plündern kann, ne. Aber ich habe ein hackbares Gerät gefunden. Also doch noch was. Understood. Order accepted. Da ist sogar eine Falle dran an dem Kühlschrank. Ah,
da müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht mal, ob das eine Bombenfalle oder ob eine... We're moving? We're moving. Na, das war eine Technikfalle. Ein Brecheisen hätte ich auch gehabt. Oh, das ist aber schon schön. Was soll man kriegen? Nehme ich doch eine MP5. Da kann Barry Ash mal wieder... Gut schießen. Auch mal was treffen, was mehr wie 2 Meter entfernt ist. Let's go. Let's move. Buy knife. Save on ammo. First class junk. Imported garbage directly from the dump. Kann man nicht dahin, oder? Wenn das Handzeichen ist. Achtung, das Handzeichen, das sind, da kannst du handeln. Ich habe aber schon durchgeguckt, da gibt es eine blöde Schrotflinte und Molotow-Cocktails zu kaufen. Molotow sind jetzt erstmal nicht unbedingt schlecht, aber wir haben auch genug Granaten. Da ist noch eine Leiche. Wir haben eine neue Schrotflinte, glaube ich. Smoking hot! Buy here, you somewhere else! Vodka is truly done so very much for the world. Assorted ammo! Buy now, shoot later! Was machst du denn? Ich hab keinen Platz mehr jetzt. Big bombs, naked guns, fitness tips! Hey, that cover model looks like Fox! Ich hab auch nicht mehr, vielleicht kann man es verkaufen. Rucksack, ne? First class junk, imported garbage directly from the dump. Bauteile mitnehmen. Bauteile immer mitnehmen. Save on ammo. Was ist denn das? Plünder mit Kohle. Is the shooting and screaming over? Not to complain, but why did you have to shoot my customers? Ein Diamant. Because they were shooting at us. Ja, das ist der Typ, zu dem wir gleich hingehen müssen. Sag mal, was machst du mit dem Diamant? Den kannst du direkt verkaufen, das ist jetzt ein Saphir, kein Diamant. Feu d'artifice improvisé! Hot deal! Verkaufen. So, ich schwell mal kurz mit diesem Schwachmatten hier. Im Haus, ne? Welcome to my little corner of Fleetown. My name is Lali. You here to buy or sell? Don't tell me, let me guess. You're here about diamonds, right? I got a good nose for diamond traders. They smell like dirt, sweat and blood. Oh, maybe that's just your clothes. Ja, laber uns voll. Und Diamanten verkaufen, was machst du jetzt? Not buying. No, no. Der verkauft Lootboxen. Was ist denn mit Lootboxen? Für kleine Diamanten. So, und wir kaufen die jetzt auch. Das kostet jeweils einen winzigen Diamant, deswegen haben wir die aufgehoben. Ich glaube, wir haben 4 Stück oder sowas. Oh, this seems to be our promotion. Okay, das war jetzt toll. Ich habe 2 winzige Diamanten zurückbekommen. Noch eine. Okay, Bauteile. Noch eine. Granaten. Warum nicht? Munition. Oh. Noch eine. Well, that's you know, I'm not even sure how that even. Irgendeine M1014, das glaube ich eine Schrotflinte, eine bessere. Da hat sich aber Igor ganz schön drüber gefreut. Ja, hat er. Kann damit nichts anfangen. Kampfstimulanzen, fantastische Wortwitze. Okay, das müssen wir dann noch aufteilen. Nochmal ein winziger Diamant. Und Metaviron, oh Gott sei Dank, wir haben es bekommen, Alter. Aber gerade noch so. Okay. Das. Ach, jetzt kann man noch eine kaufen. Oh, hey! Parcours, okay. Noch eine, komm. Okay, wir haben keine Diamanten mehr. Tschüss. Auf Wiedersehen. Goodbye. So, jetzt pass mal auf, ich habe auch einige Magazine erhalten. Die Magazine verbessern einen Wert. Mal gucken, was wir so haben. Ich hab Mutan und Bolzen, das ist für Lifewire, das verbessert Technik. Ja. Das könnt ihr auch gleich mal lesen. Ich hab 2x Parcours, das verbessert Beweglichkeit. Haben wir einen, der mehr Beweglichkeit braucht? MD würde mehr Beweglichkeit brauchen.
Ich leg. Wie gebe ich ihm das jetzt? Ich mache das über Sektor versteckt dann zum Schluss. Mhm. MD hat die Schrotflinte bekommen, die M1014. Mhm. Und das Metaviron, das passt auch schon, dass er das hat. Das liegt gut bei ihm. Auch die Schrotflinte? Ja, die Schrotflinte weniger. Ich weiß aber noch nicht, wer die benutzen soll im Moment. Höchstens Igor, wenn er mal im Nahkampf was treffen muss. Ja. Igor. Die doppelläufigen Schrotflinten kannst du zerlegen, wo im Bund ihren Rucksack sind, die braucht kein Mensch. Smoking hot, by here, you somewhere else. Satelliten an sich, ne? Ja. So, jetzt gehen wir aber zuerst in den Sektorversteck. Pass auf, ich leg jetzt Magazine rein. Du hast Colt hat schon fantastische Wortwitze, die kann er sofort lesen. Das erhöht nämlich Führungsqualität und da ist Colt unser Mann für. Im Colt-Rucksack, das kannst du direkt lesen. Benutzen mit Rechtsklick. Just got better. Und hier sind zwei Parcours. Die sollte beide MD lesen, damit er etwas mehr Beweglichkeit bekommt. Oh boy, that took some hard work. But I'm getting better. I'll be a veteran merc in no time. Dann sollte MD auch die Schrotflinte Pfeil geben, die er da gefunden hat, die schöne. Wo ist die? Hier. Hier. Die hier. Die wird jetzt Igor nehmen. Igor hat ein Gewehr und kann mit der Schrotflinte im Nahkampf kämpfen. Die AK braucht er nicht. So. Was machst du im Rucksack? Eine Wunde anbrennen oder was? Hm? Dings mit Schwarzpulver. Nee, wir sind hier nicht in einem Film. Vergiftung pur. Wie gesagt, die zwei Schrotflinten im Bund ihren Rucksack, die kannst du getrost zerlegen. So, die braucht wirklich kein Mensch. Truppenvorrat, was? Ja, egal. Soll ich die wegschmeißen? Zerlegen. Nee, was? Passt, alles gut. Alles bestens. Okay. Die zwei Schrotflinten in Bunds Rucksack, die doppelläufigen. Weißt du, was eine Schrotflinte ist? Nein, hab ich vergessen. 86er. Die kannst du mit Rechtsklick anklicken und dann zerlegen in Schrott. Dann haben wir mehr Bauteile. Die benutzt eh keiner. Auch? Ja. Und jetzt? Gut. So, jetzt müssen wir Operationen starten. Ja, die werden wir noch brauchen, nach und nach. Wir sollten auch mal anfangen, unsere Waffen etwas aufzumutzen. Aber wir haben noch zu schlechte Waffen dafür. Was hat ein Colt für eine Waffe? Immer noch eine AK. Dann pass mal Obacht, ich gebe ihm eine bessere AK. 47. Ja, hau mal rein. Möchtest du? Ich tue die jetzt in das Ding rein. Die ist etwas modifiziert, die hat einen Haltegriff und einen Mündungsfeuerbremser. Die mit dem Pluszeichen. Oh. Langsamer Haltbarkeitsverfall. Die müssen wir natürlich entladen hier, die andere. Mit Rechtsklick und dann entladen. Jetzt habe ich es schon entladen und ich zerlege auch die andere AK. Okay.
So. Von mir benutzt jetzt keiner mehr eine AK, dann können wir die Munition mehr diversifizieren. MD benutzt MP40, nicht wahr? MD benutzt. Ja gut, das ist halt so Livewire genauso. Die müssen halt noch die Schrottis benutzen. Barry hat jetzt eine MP5, die ist schon deutlich neuer, auch nicht wirklich neue Waffe, aber deutlich neuer als MP40. Was haben wir für Pistolen? Barry hat noch einen Revolver als Sekundärwaffe, Livewire hat eine FN Browning Standard. Sieht aus wie ein 1911er, wenn ich ehrlich bin. Und Igor trägt eine Schrotflinte und ein Gewehr. Schrotflinte für den Nahkampf und das gleiche Gewehr wie die Buns für den Fernkampf. Soll man die auch verspannen? Die Messer brauchen wir nicht wirklich, keiner von uns ist im Nahkampf geeignet und Igor trägt für den Nahkampf Schrotflinte. Sollen wir verschrotten? Bitte? Oioioi. Soll ich die verschrotten? Messer kann man leider nicht verschrotten, aber wir haben noch einen Haufen Messer im Inventar. Eine Sache müsstest du noch, das kannst du rauswerfen, die in den Inventar. Zum Beispiel Igor trägt ein Messer, das braucht er nicht, das kann man rausschmeißen. Colt hat auch ein Messer. Colt kann das Messer rauswerfen, das sollte aus dem Nahkampf sowieso wegbleiben, weil er relativ wenig Leben hat. Eine Sache noch, MD hat einen Arztkasten. Der hat nur noch 34%. Ja. Rechtsklick mal auf den Arztkasten von MD und mach auffüllen. Ja. Wundervoll. Jetzt ist er wieder voll, sodass er im Kampf wieder heilen kann. Colt hat einen Erste-Hilfe-Kasten. Ja. Colt hat einen Medizinwert von 0. Wenn MD hat schon einen großen Sanitätskasten, wenn du ihn nicht brauchst. Ja. Bunz sollte den haben. Bunz hat eine Medizin von 50. Die kann als Aushilfs. Die hat schon einen. Igor hat keinen guten Medizinwert, aber Barry hat einen Medizinwert von immerhin 20. Dann würde ich ihm Barry geben. Dass er sich im Notfall auch mal um jemanden kümmern kann. Ja. Gut. Dann hätten wir das. Igor ist Luftpumpe, die Claire kann. Die Livewire hat schon einen. Die hat zwei Dietriche, ihren komischen. Die Livewire kann sehr wenig Sachen tragen, weil die sehr wenig Kraft hat. Ja. Und einer, das Lutz ist auch noch dauerhaft belegt durch ihren privaten PDA. Ach ja, stimmt ja. Die hat also nur drei Inventarplätze und die hat zwei Dietriche, die nach und nach kaputt gehen. Und einen Erste-Hilfe-Kasten, das ist halt so. Bunz hat einen, das ist gut. Du hast auch ein Eisenrohr gefunden, das ist gut. Das kannst du mir geben, wenn du willst, weil ich grade Waffen habe, aber wir haben noch keine Waffen gefunden, die wir upgraden könnten. Vorhin hab ich dich noch drauf angesprochen. Die Bunz trägt ein Eisenrohr. Da denn hier. Ja. Das kannst du da reinlegen und dann lege ich das zu Barry in den Rucksack, damit Livewire dran kann. Daraus kann man ein paar Sachen herstellen und eine Sache stelle ich mir jetzt auch schon her. Ich habe nämlich die erste Waffe gefunden, die man upgraden kann, nämlich einen verlängerten Lauf für die MP5 von Barry. Yep. Damit hat der Mann auch mal ein bisschen Reichweite zumindest und kann ein bisschen nützlich sein. Du hast einfach also Rechtsklick gemacht oder was? Traum? Ja, Rechtsklick und dann Upgrade, aber das sollte nur ich machen, weil ich steuere die, die Livewire und das hängt von Technik ab. Und wenn du fehlschlägst, ja, verlierst du nicht nur das Material, sondern die Waffe verliert auch noch Haltbarkeit. Okay. So, mal da raus, haben wir alles gemacht. So, wir haben jetzt hier alles gemacht. Jetzt gehen wir schließen und jetzt müssen wir das Übliche machen. Operationen. Als erstes müssen wir mal mit MD und Buns unsere. Du das oder soll ich das machen? Ich hab schon gemacht. So, Heilung läuft. Gegenstände reparieren macht Barry und Livewire erstmal. Igors Rüstung ist nämlich komplett hinüber.
wollen wir noch was reparieren? Ja, die Schrotflinte. Okay, starten. Kostet 5 Bauteile. Wir haben 68. Wundervoll. So, jetzt müssen wir das erstmal durchlaufen lassen. Und wenn das fertig ist, dann können wir Milizien ausbilden. Ja. Wir können im Moment keine Milizien ausbilden, denn unser Milizausbilder wird gerade geheilt. Sehr gut. Mal gucken, ob wir neue Gegenstände reparieren können. Noch mehr. Nochmal. Wenn wir schon dabei sind. Halten wir unsere Waffen ruhig in gutem Schuss, vor allem die, wo häufig benutzt werden. Gegenstände reparieren. Ja, hab schon gemacht. Very, 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 yeah. Ups. Behandlung Igor, Reparatur. Okay. Schließlich. Ja, Igor ist halt, hat ziemlich viel abbekommen. Ich merke gerade, jetzt können wir die Operation starten für Milizausbildung. Dann machen wir das doch mal. Wir nehmen Igor und Barry, Colt und Barry, sorry. Hab schon. Und starten. Colt und Barry sind genommen, says. Colt und Barry bilden jetzt Milizien aus. Hier unten sehe ich's. Ja, Zeitablauf. Assignment completed. Perfectly, I might add. Und die nächste Zeit läuft. Immer wenn du mit dem Mauszeiger da drüber gehst, bleibt die Zeit halt stehen. Ehrlich? Ja. Okay. Und jetzt ist passiert. Und jetzt kommt die nächste. Doppelmiliz-Ausbildung. Zeit läuft. Okay. Und nochmal, bis die komplett ausgebildet sind. So, hier hat sich jetzt eine Angriffsroute gezeigt. Vertrag von Igor läuft bald ab. Ja, dann verlängern wir ihn auch. Das ist noch ein paar Tage hin. Und noch einmal. Wir haben jetzt auch, wir kriegen jetzt auch regelmäßig Geld rein. Was ja schon mal nicht schlecht ist. So. Jetzt haben wir Fleet Down immerhin schon auf 10%. Das ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Jetzt stehen uns unterschiedliche Möglichkeiten offen. Wir können uns jetzt ein paar anständige Waffen besorgen gehen. Okay. Dazu müssen wir eins hoch und eins nach links. Ich würde dann sagen, das da wollen wir noch nicht hin. Eins hoch, das. Dann G8. Genau. Das also ist ein spezieller G8. Sektor, da werden wir auch aufpassen müssen, wo wir hintrampeln. Das sind überall Minen, damit muss Barry dann umgehen. Okay. Das ist aber auch jetzt nicht wirklich schlimm. Oh, wir haben hier ein neues Gesicht. Ja, die sind alle in so einem Haus drin. Da kämpft man überwiegend in einem Haus. Das geht. Man benutzt sehr viel Feuerschutz. Zumindest mache ich das immer so und das funktioniert recht gut. Okay. So. Okay, also wollen wir? Ja. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Das ist ein leerer Sektor, aber wie gesagt, in leeren Sektoren lohnt es sich manchmal reinzugucken. Deswegen. Was zu finden gibt. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Schönes finden. Außer hier innen. Löwen. Giraffen. Du musst nur noch Starten drücken. Und Starten drücken. Oh, da oben ist schon was. Geh du mal da hoch. Michael hier. Dankeschön. Understood. Order accepted. Ich habe eine neue Flakrüstung gefunden, die wir dann später reparieren können. Okay, noch mehr. Viermal Medizin. Okay, will do. Hier ist die Grenze. Da ist noch mal was? Nein, da ist Ausgang. Sure. Was haben wir jetzt? Michael hier. Eine Synchronisierungsstelle findet statt. Ja, da kann er durch. Machen wir es einmal, wenn nicht, dann einfach schließen. Statt. Let's move. Nein! Ja? Was hat die Scheiße gebaut?
Ach, for fuck's sakes. Schließ es. Einfach nur schließen. Let's go. Hörst du? Warum hast du denn Nein geschrieben? Ja. Ah, wegen dem da hinten. Heading out. We're moving. Kräuter. Perfekt. Hier. Kräuter. Da seid ihr schon alles abgesucht, nehme ich an. Ja, und da warst du bestimmt. We're going, right? Stimmt's? Hm? Man hört dich sehr schlecht gerade. Stimmt's, hab ich gesagt. Sure. Hörst du mich jetzt? Ja, jetzt höre ich dich wieder. We're moving? We're moving. So, was hast du gefragt jetzt? Ich habe noch stimmt's, aber ich weiß nicht, was stimmt. Ich bin links rum gelaufen und da warst du. Ja, da hast du schon alles abgegrast, nehme ich an, ich war rechts rum. So, dann gehen wir jetzt rüber in einen anderen Sektor. Warst du auch oben? Ja, da war ich drin. Und zwar gehen wir mal kurz in den Sektorversteck. Ich habe gewobenes Futter gefunden. Das gewobene Futter, das kann man kombinieren mit der Rüstung von MD. Also noch mehr Panzerung. Soll ich die rausholen? Ich habe schon gemacht. MD hat jetzt eine verbesserte. Bringt jetzt 50% Schadensreduktion, weil das ist immerhin der wichtigste, wenn der fällt, ist ziemlich armselig alles. Okay. So, was haben wir jetzt? Eigentlich nicht viel. Ich habe noch eine Flakweste gefunden, die hat aber nur 50% Haltbarkeit, die müssen wir noch reparieren. Das machen wir dann noch. Aber nicht hat noch jemand gar keine Rüstung an? Ja. Wer? Müssen wir mal durchgehen. Also Bunz braucht noch alles. Dann lege ich die erstmal hier rein. Wenn du willst, kannst du die 50% anziehen, ansonsten reparieren wir die später. Leibfeuer trägt auch keine, gar nichts. Also, MD hat hinten. Ja, dann tun wir die erstmal zurück. Weil Bunz wird eh nicht unter Feuer genommen in den Regeln. Genau. Also, es trifft ja meistens eher hier Colt, Igor. Ja, und nicht so wenig Schaden wie du. Ja, Igor hat ziemlich viel Leben, Colt nicht so viel. Barry und Igor eigentlich haben relativ viel Leben. Barry wird früher oder später auch noch irgendeine schwerere Rüstung brauchen. Weil das ist eigentlich ein Granatenschmeißer, da ist relativ. Muss halt in der Nähe sein. Der Granatenschmeißer muss halt irgendwo vorne sein. Yep, muss er. Igor ist halt sowieso einer, der vorne ist. Ja, da ist bis jetzt immer vorne sichtbar gewesen. Immer. Ja, das ist aber auch der Mann dafür, ja. Das ist, da ist eigentlich kein Scharfschütze, da hat im Moment als notgedrungen ein Gewehr 98. Ich will das auch eigentlich schnellstmöglich austauschen gegen eine PRK. Das ist ein leichtes russisches Maschinengewehr. Und dann hat er eine PRK und in der zweiten Hand kriegt er dann Granaten auch, weil der kann zur Not auch mal eine Granate schmeißen oder irgendwas. Ansonsten wird er eher mit einem Maschinengewehr arbeiten. Vielleicht behält er auch die Schrotflinte. Und Livewire. Die Bewegung machen wir einen Cut. Wir haben die 2 Stunden bald voll. Ja, dann machen wir sie aber hier, denke ich mal. Ja, bevor wir den anderen Sektor angreifen. Alles andere haben wir ja jetzt gemacht, ne? Also Fleetown ist jetzt befreit komplett. Und ich will jetzt die Villa von ehemaligem CEO angreifen. Und dort gibt es, wenn wir Glück haben, gute Waffen. Ja. Die wir gut gebrauchen könnten. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier einen Cut. Und dann bis gleich, Leute. Jo. Servus.